Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario RPG. Wir sind immer noch hier irgendwo im Untergrund unterwegs, nachdem wir das zweite Sternenstück gefunden haben und jetzt Gino mit im Team ist. Ein neuer Verbündeter, ein Gesandter der Sterne. Genau. Haben hier noch ein bisschen mit einem Maulwurf gespielt, der uns Goombas verklopfen hat lassen. Und jetzt gucken wir, ob wir noch hier irgendwelche interessanten Geheimnisse finden. Und nehmen natürlich noch hier die ganze XP mit, damit wir Gino ein bisschen aufleveln können. Der ist nämlich 2 Level unter Mario und Mello. Das sollte so, glaube ich, nicht sein. Genau, und wir haben jetzt die Möglichkeit, Trio-Techniken auszuführen. Da bleibt kein Auge trocken. Wobei die ja... Naja, eigentlich haben Piranha-Pflanzen ja keine Augen. Aber gut. Wie sehen die uns eigentlich? Hinterfragen wir das nicht länger? Okay. Ah, ich weiß nicht, ob die Manche uns wehtun. Ich glaube aber schon. Ich finde es schön, dass der Scheiger die ganze Zeit auftaucht, aber dann wieder geht. Sehr schön. Ja, dann schläft halt Mario ein. Habe ich kein Problem damit. Kann auch fehlschlagen, wie man sieht. Und Gino hat ein Level-Up. Sehr cool. Level 7 für Gino. Ich würde sagen, Magiestärke hauen wir nochmal hoch. Dann hat er nämlich hier die volle Zahl. So. Sehr cool. Nee, ich möchte nicht in die Mannschaft rein. So. Aha. Nochmal eine Blume. Blume ist gut. Blume nehme ich immer gerne mit. Aua, 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 aua. Okay, jetzt wissen wir, was passiert, wenn wir runterfallen. Oh, ein starker Dorni. Nehme ich gerne mit. Wegen der Froschmünze. Und du bist auch weg. So. 2 EP. Der Pilz geht ins Lager, ist okay. Und wir sind wieder draußen. Mensch. Ups. So, dann speichern wir kurz. Ach ja, jetzt weiß ich, wo wir sind. Halt. Nein, das wollte ich nicht. Den weiß ich tatsächlich. Hier. Ja. So, wir sind nämlich auf Yoshi's Island. Yeah. Oh. Schön. Leider verstehen wir sie einfach nicht. Oh, die alten Yoshi-Samples. Schön. Scheint leer zu sein. Ui, da steckt ein Brief drin. Möchtest du ihn lesen? Na klar. Flitterwochenreservierung für 2 Personen. Reisegeschäft Fliegerpilz. Okay. Oh, schön. Wir sind auf Yoshi's Island. Das finde ich schön. Mario, toll, dass du es endlich auf Yoshi's Island geschafft hast. Hier findet der Yoshi's Super Cup statt. Wo du schon hier bei uns bist, eigentlich könnten wir deine Hilfe sehr gut gebrauchen. Bitte sprich doch mal mit meinen Freunden hier. Die werden dir alles... Bitte? Du verstehst gar nicht? Na sowas, dann los, spring auf. Ich dolmetsche für dich. Oh, er dolmetscht für uns. Das ist doch süß. So, da geht's wieder zurück auf die Karte, ne? Ja. Genau. Yoshi's Island. Oh, ist das schön. Dann gucken wir mal. Das ist alles optional. Da müssen wir eigentlich gar nicht hin. Achso, muss ich nochmal mit ihm reden. Lust auf mir zu reiten? Na klar. Dann rein in den Sattel. Yay! Oh. Das ist süß. So. Jetzt können wir mit den Yoshis reden. Es wäre echt so viel schöner, wenn wir mal Wettrennen mit voller Mannschaft veranstalten könnten. Boshi ist der schnellste auf der ganzen Insel, aber er ist ja so eingebildet. Grüß dich, Yoshi. Na, glaubst du, du hast heute eine Chance gegen den dicken Boshi? Na klar. Hier, nimm meine Kekse. Viel Glück. Ich drück die Pfötchen. Danke, so wie heute für mich gefiebert wird, habe ich vielleicht doch eine Chance. Yoshi hat Kekse erhalten.
Roshi tritt nur in Duellen an. Echt schade, aber mit einem großen Gruppenrennen ist wohl Fehlanzeige. Bitte? Alles klar mit dir? Hör mal, laufen könnte ich den ganzen Tag. Ich liebe Wettrennen. Ach ja, weißt du, was ich neulich gesehen habe? Ein Stern, der vom Himmel gefallen ist. Das war irgendwo über Mauldorf. Okay. Ich glaube, wir haben mit jemandem geredet, außer mit ihm hier. So, hast Kekse dabei, wie? Na, dann kann der Spaß ja losgehen. Glück für dich aber auch, was? Zeit für ein Rennduell. Einer gegen einen, klaro? Hallo mal wieder. Der große Yoshi Super Cup steht an. Kleine Anleitung, auf jeden Fall. Drücke einfach A und B und zwar schön im Rhythmus. Je feiner dein Taktgefühl, desto schneller bist du. Drücke während dem Rennen Y, um einen Keks zu verspeisen. Der gibt dir einen Tempo-Kick. Nochmal die Anleitung? Nee. Die Frage ist, welcher Rhythmus? Drücke im Rhythmus abwechselnd A und B. Los, üben wir das mal ein wenig. So ganz klappt das aber noch nicht. Ja, ich habe keine Ahnung. Warte mal. Doch, jetzt klappt's. Jetzt hat's funktioniert. Hä? Willst du dich trotzdem ans Rennen wagen? Ja, komm. Ich habe doch jetzt gerade gut gedrückt, oder? Roshi lässt alles stehen. Ah, jetzt habe ich's Timing. Komm, nochmal. Ah, schade. Okay, ich muss es nochmal machen. Komm wieder, wenn du schnell bist, als ein eingeschlafener Goomba. Na dann. Muss man noch ein wenig üben. Na komm hoch. Na. Ja. Krieg nochmal ein paar Kekse. Auch nochmal ein paar. Ja, heute habe ich eine Chance. Ganz sicher. So. Komm wieder Kekse. Komm her, Boschi, du Alter. Ich war nur ein bisschen aus dem Takt. Nein. Kriegen wir hin. Jetzt bin ich motiviert. Guck mal, jetzt funktioniert das hier. Ha! Und ich habe nicht mal Kekse gebraucht. Wow, ich flippe aus. Du hast gegen Boschi gewonnen. Ab heute ist Yoshi ja der neue Star. Ha, hast wohl Feuerblumen in den Stiefeln, was? Naja, keiner ist ewig Obermacker. Glückwunsch und Tipp für die Zukunft, such dir immer die langsamsten Gegner. Wieso? Nee. Na, je gemächlicher das Tempo, desto mehr Kekse kannst du dir für nach dem Rennen aufheben. Obermacker? Ist doch total egal. Hauptsache, wir können tolle Rennen laufen. Mehr brauchen wir ja nicht. Los, Boschi, komm, zeig, was du kannst. Na gut, aber diesmal gebe ich richtig Gas. Hier, der Kekspreis für den Sieger. Mario, dank dir habe ich den großen Inselchamp endlich besiegen können. Und endlich werden hier auch große Gruppenwettrennen stattfinden. Hier, als kleines Andenken an mich. Yoshi-Kekse erhalten. Wenn du beim Kämpfen mal in der Patsche stecken solltest, dann ruf mich damit zu dir. Oh, so süß. Wo sind denn die Items hier? Yoshi-Keks. Ruf dem Kampf einen Yoshi herbei. Maximal Anzahl 20. Guck mal, jetzt rennen sie alle gemeinsam. Das ist doch schön. Er ist immer noch gruselig. Okay. Haben wir das auch getan? So, na dann gehen wir endlich mal nach Mauldorf. Dort soll anscheinend irgendwas runtergekommen sein. Brauche ich eine Rast? Ja, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Hallo. Eine Übernachtung kostet 10 Münzen. Na, Schläfchen gefällig? Ja.
Guten Morgen. So, wer bist du denn? Puh. Piff ist hoch zum Berg gelaufen und den kleinen Puff hatte sie auch mit dabei. Aber da ist ein Stern auf dem Berg gefallen und sollen die beiden wohl unter Fels eingeschlossen sein. Oh, das ist nicht gut. So, erstmal shoppen gehen, bevor wir uns um die Probleme der Leute hier kümmern. Immer hereinspazieren, viel Spaß beim Stöbern. Fast alle sind rauf zum Berg, nur ich muss mich weiter um den Laden kümmern. Also, was darf's denn sein? Irgendwas Gutes. Boxhandschuhe. Die Fingerknarre haben wir schon. Boxhandschuhe für Mario, ausrüsten plus 10 Angriff. Zimbeln. Machen ohrenbetäubenden Lärm für Mellow. Plus 10 Angriff. Und da sind wir ja schon aufgelevelt. Mega Cape. Arbeitshose. Könnte jeder tragen. Und scheint relativ gut zu sein. Also, ich meine, das hier macht jetzt plus 6 Abwehr und plus 3 Magieschutz. Ganz ehrlich, dieser minus 3 Magieschutz auf Mario und der minus 1 auf Mellow ist mir, glaube ich, erstmal egal. Ich glaube, das ist gut. Ich sehe sonst keinen negativen Effekt davon. Von daher, kaufen, kaufen, kaufen. So. Und? Kann ich da irgendwie... Ach, ja genau, hier kann ich sehen. Ja, das kann sie doch sehen lassen von den Stats her. Wie Gino einfach der schnellste von uns ist. Naja. Okay. Es ist schrecklich. Piff steckt in der Mine fest. Ja, dann helf ihr doch mal. Oder wer immer Piff ist. Ich glaube, hier gab es nichts an geheimen Kisten oder sowas. Aber es ist schön hier. Aber ich muss tatsächlich gestehen, ab jetzt wird so mein Wissen um das Spiel sehr reduziert sein. Ein wunderschöner Stern ist vom Himmel auf den Berg runtergefallen. Ich wollte ihn mir so gern selbst anschauen gehen, aber Mama meint, es wäre dort viel zu gefährlich. Oh. Mama ist los und wollte sich den Berg anschauen, aber sie ist schon total lange fort. Was sie dort wohl macht? Wahrscheinlich ist sie auch eingesperrt. Was natürlich doof für den Maulwurf ist. Hallo. Mama und Papa sind zum Berg und wollen dort nach dem Rechten schauen, ob sie es wohl finden werden. Das Rechte. Oh, so süß. So, hier ist gar keiner daheim. Ah. Ach, guck mal. Eure Grimmigkeit, unsere Kameraden desertieren scharenweise. Was sollen wir nur tun? Wo diesmal unser Gegner gar nicht Mario ist. Mit sowas haben wir doch keinerlei Erfahrung. Schluss mit dem Gejammer. Wer unser Feind ist, ist egal. Ich bin der größte, fieseste und stacheligste Schurke weit und breit. Und da kommt ein dahergeflogenes Schwert vom Himmel und wirft mich aus meiner eigenen Festung? Wenn das die Welt erfährt, wenn das Mario erfährt, mein schlechter Ruf wäre ruiniert. Als Oberbösewicht hat man auf sein Image zu achten, jawohl. Und genau deshalb ziehen wir jetzt los und hämmern den Festungsdieb die Flausen aus dem Blech. Mir nach. Bowser scheint Probleme mit der Moral zu haben. Das ist auch mal was Neues. Zumindest waren diese komischen Hammerbrüder nicht mehr da. Ne? Ein Stern ist auf den Berg gefallen und nun sind zwei Kinder unter Geröll gefangen. Sogar ein Erwachsener steckt nun drinnen fest. Ich bitte dich, Mario, hilf uns, rette die Verschütteten. Alles klar oben? Arbeitet sie immer noch wie besessen? Ja, und die Männer auch. Graben, was die Krallen hergeben. Ich habe mitgehalten, so gut ich kann, aber irgendwann war ich einfach zu erschöpft. Das hört sich echt nicht gut an, ne? Unsere Männer schürfen drin, was das Zeug hält. Ich versuche dabei mein Glück von hier draußen. Jeder muss alles tun, was er kann. Ja, dann gucken wir mal, ne? Die armen Kleinen, hoffentlich sind sie wohl auf. Mama Wurf. Ja, es ist schrecklich, aber für dich ist es nicht gut, wenn du weiterhin verzweifelst. Und uns hilft das auch nicht.
Okay, ich dachte gerade, sie macht jetzt einen Sturmangriff auf die Felsen. Ach, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie es den Ärmsten gehen muss. Hier geht's einfach nicht weiter, so erreichen mir die verschuldeten Kinder nie. Und schau, da oben ist immer noch der alte Mineneingang, dadurch käme man problemlos in den Stollen, aber... Na, der liegt viel zu weit oben, der kommt mir nie im Leben hoch. Wenn nur Mario hier wäre, der würde den Eingang sicher mit einem einzigen Satz erreichen. Ja, das stimmt, wenn nur Mario hier wäre. Gütige Grabekralle, da steht er ja, Mario, wie er leibt und lebt. Das nenne ich mal Glück. Mario, weißt du, was geschehen ist? Ja. Mario, hilfst du den Verschulden? Na klar. Du bist der größte Mario. Okay, dort oben geht's in den Stollen rein. Los, wir machen eine Retterleiter. Spring einfach auf uns drauf. Eine Retterleiter. Maulwurfmine. Und neue Gegner. Ein Mag-Maxi, ein Bob-Omb und ein Hothead. Das ist eine gute Kombo. So, der Bob-Omb macht auf jeden Fall nichts mehr. Ja, und neue Boxies. Und warum auch immer Mellow hier mit... Ja gut, lassen wir das. Enigma. What the... Okay. Ich habe tatsächlich vergessen, wie einige Gegner aussehen hier in dem Spiel. Sehr schön. Und klapp, klapp. Oh, das macht gut Schaden. Gut geblockt. Okay, die Hotheads sind down. Und ich habe nicht getroffen. Was soll denn das eigentlich darstellen? Naja, es sind sie tot. Keine Ahnung. Einfach da, einfach hinnehmen. Und der nächste Gegner. Abwehr erhöht. Kampfanzeige plus. Ach so, wegen der Combo. Ich dachte gerade, hä? Was hat der jetzt für Effekte alles gekriegt? Oh, wir haben Glück. Glück ist gut. Glück könnte uns wieder ein bisschen Münzen oder Erfahrung geben. Doppelte Erfahrung? Sehr gerne. Links. Das erste Mal, dass der links ist. 10 Erfahrung. Ja, cool. Na dann, was erwartet uns noch hier in der Mine? Irgendein Toad. Ein Cluster. Es gibt schon krasse Gegner im Spiel. So. Okay. Oh, schon wieder Glück. Sehr gut. Habt ihr das süße Ding da drin gerade gesehen? Oh, kaputt. Und tschüss. Sehr schön. Was kriegen wir? Doppelt Münzen. Ja, von 10 auf 20 kann man auch gerne mitnehmen. Rechts. Sehr cool. Doppelte Erfahrung hätte ich mir lieber gehabt, aber man sollte nicht zu gierig werden hier. Wenn man zu gierig wird, dann klappt es meistens nicht. So, wir haben wieder eine Trio-Technik. Aber die brauchen wir aktuell, glaube ich, nicht. Hey, da hast du schon gehört, in dieser Mine soll es seltene Items geben. Wenn ich die finde, die verkaufe ich für reichlich Zaster im Dorf. Münzensegen, ich komme. Wow. Okay, da ist ein Pfeil. Ach, hier ist der ursprüngliche Weg gewesen. Okay. Der ist gerade verschüttet. Okay. Das ist wieder ein kleines Labyrinth hier. Ich erinnere an das letzte Labyrinth, wo wir uns verirrt haben. Das war bei den Buhus. Bei den Quarkvedukten. Sehr schön. Jawohl. Daneben.
Was soll das eigentlich sein? Eine alternative Form von einem Bummelkäfer, oder? Naja, es ist tot. Doppelte Erfahrung, dann hätten wir 18 Erfahrungspunkte. Let's go. Links. Ja! Das hat sich gelohnt. Noch ein Hothead. Ja gut, wir kriegen gleich ein Level-Up für Mario. Ich beschwere mich nicht über die Gegner. Sehr schön. Nochmal Doppelerfahrung. Ja, gerne. Rechts. Doppelerfahrung nehme ich gerne mit. Damit haben wir das Level-Up für Mario. Alter, wie Gino tanzt. Ich wollte unbedingt sehen, wie er tanzt. Ich bereue es nicht. So, Level 9. Ja, komm, wir tun die Magiepunkte wieder machen, wegen dem verlorenen Magieschutz. Wo ist er hin? Da ist er hin. Oh, ein starker Hothead. Aber weißt du was? Dann hauen wir direkt rein. Tja. So viel zum Thema starker Gegner. Der hatte keinen Spaß mit uns. Absolut nicht. Cool. Ein Level, ein Level, genau. Ein Erfahrungspunkt noch und Mellow ist auch ein Level höher. Dann kriegt er den jetzt hier. Oh, wow. Oh, Alter, wie viel hält der denn aus? Schon besser. Ich dachte gerade, ich habe das Timing von Ginos Angriff falsch gehabt, aber dann ja klar. Starker Gegner. Der hat keinen Bock gehabt, besiegt zu werden. Zumindest nicht mit physischen Angriffen. Das sieht cool aus, wie sie in Synchronität hier gerade rumtanzen. Das finde ich schön. Ja, ein bisschen Kraft. Ich finde es immer witzig, wie die Hotheads einfach plötzlich erscheinen. So plopp, hallo, hier sind wir. Abwehr erhöht. So. Und wieder Glück. Und weg mit dir. So. Doppelte Erfahrung. Sehr gerne. Ja. Da ist er. 16. Noch 16 für Gino. Dann ist er auch wieder ein Level höher. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Da ich jetzt so gut auflevel, wäre vielleicht ein höherer Schwierigkeitsgrad gar nicht so verkehrt gewesen für das Spiel. Aber gut, wenn man halt wirklich jeden Gegner mitnimmt, was ja auch der Sinn dahinter ist, kriegt man sowohl Erfahrung. In den Knöpfen, in den Action-Kommandos und natürlich auch Erfahrung. Im Sinne von die Charaktere leveln auf. Jawoll, Gino, Level 9. Ne, Level 8. Level 8, ne? Ja. Die anderen sind Level 9.
Gino hat die Technik Gino Boost erlernt. Erhöht die Angriffskraft. Drücke kurz vor Ende A für höhere Abwehrkraft. Hier. Ich weiß, er ist mehr der physische Angreifer, aber... Bisschen Verteidigung in die Magie ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Alter, die Gegner können uns gar nichts mehr inzwischen. Macht irgendwie Spaß. Schon wieder Glück. Sehr gut. Und was kriegen wir? Doppelmünzen. Ja, von 2 auf 4. Es lohnt sich voll. Naja. Was wir haben, das haben wir. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ich habe keine Ahnung. Oh, 4 Bob-Bombs. Erhöhte Abwehr? Vielleicht gar nicht so verkehrt. Nochmal erhöhte Abwehr? Ah, er greift gar nicht an. Ja gut, dann... Chance verpasst, mein Freund. 6 Erfahrungspunkte, nice. Das war der. Und tschüss. Ja, so macht Spaß. Doppelte Erfahrung, sehr gerne. Rechts. Cool. Und nochmal. Dieses Enigma ist irgendwie verstörend als Gegner. Aber es ist weg. KP voll. Ich hab doch schon volle KP. Und weg sind sie. Da ist ein Maulwurf, guck mal. Mario, willst du uns helfen? Das wäre klasse. Nur leider geht's hier vorerst nicht weiter. Hier müsste erstmal gesprengt werden. Und zwar mit irgendeiner Art Bombe. Ob du wohl eine finden könntest? Eine Bombe. Okay. Ich muss erstmal den Weg wieder zu dir zurückfinden. Das ist das Wichtigere. Eine Bombe. Mann, ich kann hier noch lang. Hallo? Gegner! Tötet sie! Doppelt Münzen, ja komm. Tada! Bisher haben wir noch nie falsch gelegen. Mal gucken, wann ist das erste Mal passiert. Ich warte drauf. Sehr schön. Sehr schön. Erhöhte Abwehr. Und beide getötet. Nice. Darauf habe ich spekuliert. Und Doppelmünzen. Ja. Mitte. Jawoll. 36 Münzen. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Ja, dann nehmen wir das Trampolin, ne? Oder auch nicht. Schau mal, der Kerl hat Münzen. Köstliche, klaugeeignete Münzen. Los, plündere die ihm die Taschen leer. Brav, und den Schnauzmann lassen wir einfach hier im Dreck liegen. Abflug, Amigos. Mario Kroko hat uns schon wieder überlistet. Und unsere Münzen hat er auch, Stibitz. Jagen wir den Fiesling und holen wir sie uns wieder zurück. Na, das lief jetzt nicht so gut. Okay.
Dann schauen wir beim nächsten Mal, wie es hier weitergeht. Jetzt, nachdem wir Kropo ja, wiedergesehen haben. War leider kein angenehmes Wiedersehen. Okay. Leute, lasst eine Bewertung da. Nächstes Mal holen wir uns die Münzen zurück. Bis dann. Tschüss.